Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Desert Online hier in dieser Stadt, die ich mir nicht merken kann. Ja. Wir sollen jetzt Feuerblattblumen sammeln. Also Florina steht's. Florina. Wir sollen Feuerblattblumen sammeln und sagt er mir auch wo? Sagt er mir. Gut, dann gehen wir da mal hin. Und gucken mal, ob wir das packen. Ich glaube. Komme ich hier hoch? Soll ich hier hoch? Soll ich hier überhaupt hoch? Komm ich komme hier hoch. Ernsthaft? Ich komme den Berg hier hoch. Ich komme den Berg hier hoch. Ich höre Bienen. Und es wird dunkel. Warum ist es dunkel? Aber es regnet, okay. Jetzt regnet es auch noch, ernsthaft? Ach, hier ist. Oh, da. Oh! Aber wo sind jetzt die Blumen? Ah, ja. Nee. Ah, ist doch. Na, guck mal. Nein. Oh, den Stein wollte ich gar nicht, aber egal. Können wir mal den Stein sammeln? Jetzt ist auch noch Gewitter, oh Gott. Nein, das ist Kelfjorn. Im Regen, heißt er. Toll. Zum Glück geht das Sammeln ja ein bisschen schneller als, aber diese Blumen bekommen wir nicht. Sind das Kolibris? Kolibri, habe ich gerade Kolibris? Ich habe gerade. Oh. Hey. Hallo Kolibris, kann ich euch zähmen? Ich würde euch gerne mitnehmen. Ah, hier. Ja, toll. Hätte ich mal die Blumen sammeln sollen. Ja, super. Egal. Nee, yeah, wir haben Blumen gesammelt. Jetzt kommen wir wieder zurück. Hier sind Kolibris. Ich habe gedacht, das sind böse. Weil das hat sich schon gehört wie Bienen. also wieso so böse. Böse halt. Böse Sachen. Hallo, was ist da? Jo, ich habe gesammelt. Was soll ich jetzt tun? Kann man sich hier. Warte mal, kann man hier. Man kann sich hier auch Hütten kaufen. Okay. Das ist schön. Okay. Genauso, so, ja. Eure Hände müssen nach Erde riechen. Das tun sie. Jetzt noch, auch noch Holz fällen. Machen wir doch einfach mit dem nächsten Schritt weiter. Habt ihr bereits Holz gefällt? Richtig, das war eine rhetorische Frage, wie beim letzten Mal. Habt ihr eine Holzfäller-Axt? Das war diesmal keine rhetorische Frage. Ihr seid sonderbar. Wie dem auch sei. Ich besorge euch eine neue. Sucht Pauline auf, er will euch ein Werkzeug geben. Ich hab doch eine. Ich hab doch eine Axt. Ihr habt doch eine Axt. Oh, gut. Nee, warte. Hä? Muss ich wieder mit ihm reden? Nee. Hä? Da muss ich hin. Wo ist das? Ah, hier. Hallo. Für ein Mädchen seid ihr ziemlich muskulös. Wollt ihr meine Schultern werden? Ach, haben die das jetzt endlich gemacht, dass man auch als Charakter Mädchen und Ding gemacht wird? Das ist, war aber am Anfang ja nicht. Ne? Das Oberhaupt hat euch geschickt. Ich weiß nichts von irgendwelchen Gratiswerkzeugen. Na gut, wenn ihr ein Werkzeug braucht, solltet ihr eins haben. Dafür schuldet ihr mir aber etwas. Gescheite Scheite. Kommt mit ihr mit der Holzfällerachse zurecht, Abenteurer. Ihr macht euch besser gleich ihr macht euch besser als gedacht, so wie ich früher. Eine Frage: Was bedeutet Holzfällen für euch?
Könnt ihr diese Frage beantworten? Nee, eigentlich nicht. Beim Holzfällen bittet man die Natur darum, den Wald verletzen zu dürfen. Klingt das nicht toll esoterisch? Na los, macht weiter und sorgt für Holz. Aber fällt nicht gleich den ganzen Wald. Fangt lieber klein an. Okay. Wo gibt's denn hier, müssen sie mal so weit weg? Ich glaube, wir machen jetzt noch den Holz. Wir fällen jetzt noch Holz. Ah, hier. Kalfionkäfer. Okay. Soll ich jetzt einfach hier so einen Baum fällen? Also dafür muss ich natürlich eine Axt auswählen. Dann fällen wir mal einen Baum. Indem wir neben den Baum schlagen. Aber gut. Der wabbelt so ein bisschen, ne? Fällt er jetzt auch gleich um? Bin ich mal gespannt. Ist auch zum ersten Mal, dass ich das mache, also... Er fällt natürlich nicht um. Na gut, dann, ja gut, das ist natürlich, Kräutersack. Ah, ich habe keinen freien Platz mehr. Ich habe nichts mehr. Oh Gott. Ich glaube, ich muss mal bald was verkaufen. Ihr seid ziemlich gut. Das ist die richtige Einstellung. Ihr müsst zugeben, dass selbst... Was? Ich muss zugeben, ich selbst habe noch nie einen Baum gefällt. Ernsthaft. Offene Schulden. Ich habe ein ziemlich gutes Gedächtnisabenteuer. Ihr schuldet mir etwas. Erinnert ihr euch? Ihr erinnert euch nicht. Ich habe euch auf Geheiß des Oberhauts 2 Werkzeuge gegeben. Ihr müsst mir jetzt einen Gefallen tun. 2? Ihr leidet kurz, in dieser Zeit geht es mir nicht so gut. Ich bin alt und meine Rücken schmerzen. Ein wenig Baumsaft würde mich sehr aufmuntern. Habt ihr noch einen Flüssigkeitssammler, den ich euch gegeben habe? Sammelt damit Baumsaft. Wir haben aber nur einen. Warte mal. Wir haben aber doch nur eine Waffe von dem bekommen. Okay, haben wir keine Quest mehr. Okay. Dann, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier hin. Unheimliche Eule. Ich würde sagen, machen wir mal die unheimlichen Eulen. Die unheimlichen Eulen. Und den Baumsaft können wir dann später machen. Jetzt habe ich mir die ganzen Sachen umsonst eingekauft, weil ich habe es doppelt. Toll. Das ist ein ganz normaler Flüssigkeitssammler. Ich habe einen schäbigen Flüssigkeitssammler. Ja, dann machen wir erstmal den schäbigen kaputt und dann... Ich habe keinen Inventar mit Platz mehr. Ich muss nach Kelfion zurück. Weißt du was? Oder warte mal, wir haben doch hier Dorfbewohner. Wir haben doch bestimmt irgendwo muss es hier so einen Laden geben. Kräuterhändlerin. Kräuterhändlerin. Ich brauche aber einen Laden. Also ich brauche keinen Laden, ich meine, ich brauche hier diesen. Ups. Ein Einzelwarenhändler, ja. Was kann man denn hier verkaufen, was jetzt... Das hier kann man verkaufen. Nee, warte mal. Nein. Das kann man nicht verkaufen. Kann man im Markt verkaufen? Kann man eigentlich alles? Leere Flasche, die brauchen wir noch. Die Pfirsichblüten behalten wir mal. Pfirsichblütenzweig behalten wir auch. Feenstaub. Feenstaub, das man manchmal beim Sammeln erhalten kann. Der Feenstaub ist magisch und kann für einen fairen Preis verkauft werden. Kann man verkaufen. Das ist jetzt nichts wert. Das hier ist Unkraut. Kann man verkaufen. Das... Ich weiß nicht, ob bestehen. Das kann man verkaufen. Oder kann man die... Kann man nicht. Das kann man mit mehr Geld verkaufen. Das behalte ich. Dünne Flügel kann man einfach so verkaufen. Das kann man... Auch links. Und das kann man einfach so verkaufen.
Kann man das am Markt verkaufen? Ich meine, wenn man es am Markt verkaufen kann, mache ich das auch. Die kann man nicht die Sasse behalten. Ja, der Rest, ja. Den kann ich verkaufen, weil dann ist sowieso nicht mehr voll haltbar. Den Rest. Dafür bräuchte ich jetzt den Lager, Handelsaufsicht. Stallwart, wo gibt es denn eigentlich hier sein Lager, wie heißt es, man kann ja hier ein Haus machen, wo, wo man Lager kaufen kann. Ja, hier, Lager, aber wo ist der Typ, wo man mit Lagern das Lager dann angucken kann, wo ist das? Wo ist der? Kann das sein, dass es der hier ist? Nein, nicht der. Der hier? Nein. Kann man hier eigentlich kaufen? Man kann ja auch. Ja, super. Nee. Hier steht drin. Nee, das ist das Haus. Gibt's das hier nicht? Egal, dann lassen wir das erstmal. Dann gehen wir mal und. Aber bevor ich jetzt zurückreite. Weil wir sind jetzt schon ein bisschen weit weg von Kelfjorn. Aber irgendwo muss der ja sein. Es ist ja komisch, wenn das dann nicht ist. Vielleicht hätte ich auch mit dem Pferd reiten sollen, aber... Ja. Ist das hier ein freies Wild? Nee. Nee, nee. Oh, da sind wir auch schon. Ah, okay. Hallo. Hallo, jetzt nimm doch mal deinen Bogen. Okay, das sind Feder. Sind, oh, da ist auch eine Biene. Federn, okay. Ist mein Inventar schon wieder fast voll. Das kann man auch tauschen. Ich glaube, da reiten wir beim nächsten Mal hin zu den Tauschplätzen. Also in der nächsten Folge. Habe ich gerade den Busch da gehabt, guck mal. Hm. Guten Tag. Ihr seid nette Eulen, die sehen aber nicht wie Eulen aus, ne? Wir müssen ja nur so lange jetzt mit denen kämpfen, bis die... Ja, das stimmt sowieso nicht. Wir müssen ja erstmal das Wissen sammeln. Und danach müssen wir dann, sie killen. Und dann müssen wir den Boss killen. Und dann sind wir hier fertig. Aber ja, ne? Das ist halt, so, ne? Aber die sehen mir immer noch nicht aus wie Fledermäuse. Also sag ich Fledermäuse wie Eulen. Nee. Tut mir leid. Also der Kopf sieht halt überhaupt nicht danach aus. Was ist das hier eigentlich? Riesenbiene. Geld für uns Riesenbiene. Hallo ihr, kommt mal alle her, ich will euch alle mal. Schon ein paar mehr jetzt. Kampfpunkte erhalten, yay. Dass ich aber immer noch keine Infos habe über die, ist es doch. Wie ich jetzt schon gekillt habe. Die einen haben wir schon mal. Kalis Ring. Gut, die haben wir. Die kann man auch irgendwie noch verbessern, ne? Ich glaube mit Schwarzstein dann. Ich weiß halt nicht. Ich muss halt mal gucken, was man am besten verbessert. Oder was man behält. Damit man, ja, die richtigen, beste Ausrüstung halt bekommt.
So. Leben die noch? Nee. Was ist er denn für ein... Was ist er für eine Klasse? Ernsthaft, jetzt klaut er mir die? Ernsthaft? Jetzt haben wir die ganze Zeit... Oh, ernsthaft jetzt? Die ganze Zeit waren wir in Ruhe hier gespielt und jetzt kommt... ein Mitspieler und macht uns die... Ja, egal. Das ist ja jetzt nur noch die hier, haben wir sie doch. Tauscheulenwald. Hä, die sind gar nicht da hinten. Tauscheulenschütz. Ah, sind Schütze ist das. Bogenschütze. Ja, ich sollte mal lesen, was ich machen muss, ne? Ich gucke nämlich immer nur auf die gelben Punkte auf der Karte. Aber gut. Yeah. Energie erhöht sich um 1. Warum auch immer. Schwarzgeist. Es ist süß. Es ist süß, ich mag es. Perfekt, um dagegen zu kämpfen. Okay. Jetzt sollte ich erstmal. Hallo. Tschüss. Quest, Kenntnis von ihren Waffen. Übrigens haben diese Eulen ziemlich gute Ausrüstung. Ich frage mich, woher sie haben. Sie sind so niedlich, dass ich den Blick nicht von ihnen abwenden kann. Aber es gibt keinen Grund, die Sache... Ach Gott. Meine Güte, das ist hier nicht mehr in Ruhe lesen kann man hier. Ich hab jetzt. Oh, okay. Die ich nicht benutzen kann, weil man dafür die... Musa oder Mewa-Klasse braucht. Mein Inventar ist voll. Was mache ich denn, wenn ich das hier nicht mehr habe? Dann habe ich 16 Stück weniger. Ah ja gut, ich kann mir ja das hier immer noch holen, 16 plus. Dann habe ich genug. Also die Plätze, die ich jetzt habe. Na gut, dann ja, dann ja, machen wir weiter. Aber das muss ich dann auch machen. Das haben wir so. Aber es gibt keinen Grund, die Sachen hinauszuzögern. Lasst uns ihre Ausrüstung nehmen. Okay, jetzt müssen wir Ausrüstung sammeln. Ups. Ups. Oh. Ausrüstung sammeln. Zum Glück habe ich keinen Inventarplatz, aber das kriege ich ja so oder so. Das ist gut. Oh, den einen habe ich schon, okay. Den einen haben wir schon, okay. Die brauchen wir gar nicht mehr, oder? Nee. So, du bist auch weg. Also, ja, es wird auch immer gleich bleiben. Also, das Kampfsystem hier, ne, das ist ja immer gleich.
in den Kampfmodus. Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt noch mehr dazu bekomme. Also ich tue jetzt auch schon ein paar mehr benutzen, auf jeden Fall. Einfach nur, weil ich ein paar Sachen austeste, einfach mal. Diesen Kick müssen wir mal. Oh, ja. Nach vorne und zu kicken. Aber war trotzdem noch ewig. Jetzt muss ich dann noch, weißt du, ich muss dann noch von diesen Schützen 4 Waffen sammeln. Das dauert bestimmt wieder ewig. Stimmt. Wenn hier nicht mal ein Schütze ist. Hier ist einer. Oh, geht doch ein bisschen schneller, aber das ist. Gehen wir mal dahin. Oh. Hier, da sind noch ein paar. Wo ist er denn? Da. Okay, also es geht doch schneller als gedacht. Kann natürlich auch nur Zufall sein. Ja, das kann nur Zufall sein. Ich bin da schon Level 41, mein Güte. Geht schon schnell. Aber 20 Level sind es halt noch. Level 56 oder so, glaube ich, 56 muss man sein, damit man seine Erweckungswaffe bekommt. Wenn das Spiel dann erst richtig anfängt. Deswegen 2 Stück, das. Also sage ich alles hin. Irgendwie schon, ne? Ach komm, dann nur noch 2 Stück, das ist doch jetzt nichts mehr. Einen, okay. Oh, die haben wir schon Stufe B. So haust du ab. Komm schon. Ah, oh, Mist. Das gibt's doch nicht. Oh, noch ein Schwarzstein. Zum Glück haben wir da schon welche im Inventar, so hätte ich die nicht mitnehmen können. Yeah, endlich. Endlich. Tschüss. So. Gute Arbeit. Ich ziehe vielleicht diesen Hut auf. Ja, das soll er tun. Dezimieren. Lass uns doch etwas Gutes tun. Für das Dorf, meine ich. Seine Bewohner leiden unter den Eulen. Ihr wisst, worauf es hinausläuft, nicht wahr? Werdet sie alle los. Alle loswerden. 40 Stück. Das machen wir doch noch, oder? Oder? Machen wir das? Geht ja schon. Also, ich sollte vielleicht mal Waffe ausrüsten und dann los geht's. 40 Stück. In weniger als 2 Minuten. Yeah, Schiffe 41. Ja.
Also, ja. Ich glaube, dann haben wir den jetzt und dann haben wir, glaube ich, noch einen Boss. Das, also, würde jetzt hier nicht sein, wenn kein Boss da ist. Also bestimmt noch gleich ein Boss. Und, gut, wenn wir machen den hier gerade noch. Ich will mich gerade ganz was gucken. So, hier. Nee, warte. Da. Hautquest. Wir haben noch 48 Quests vor uns. Dann ist der erste Questteil fertig. Von 193. Also, das ist schon. Ja, also wir sind schon weit. Dann haben wir das Hauptspiel sozusagen durch. Bis dahin muss ich Level 50 sein. Aber sollte ich hinbekommen. Hallo? Ich finde es aber blöd, dass man nicht sieht, was für ein Level diese Viecher hier haben. Also die Eulen, ja. Oder sieht man das irgendwo? Nee, ne? Nee. Nur auf der Map sieht man, was für ein Level die haben, ne? Ah, 38 bis 39, okay. 39 bis 41, dann kommt mal hier bestimmt was nächstes hin. Ja. Und da haben wir sie. Das geht immer so schnell hier, ey. Jetzt komm, lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Gut. Gehen wir mal schnell zum Weg. Schöne Tulpen. Hauen die ab, hauen die ab. Haut bloß ab. Der haut nicht ab. Doch, haut ab. Wir haben Gutes getan. Das wisst ihr, oder? Ich glaube, ihr glaubt mir, oder? Wirklich, oder? Ja, ich meine, der ist ja vertrauenswürdig. Auch wenn er Dunkelmagie und so, aber ja. Zurück zu Normal Light. Ihr seid ganz schön gewachsen. Ihr seid jetzt gut genug, um meine Freund zu sein. Finden wir uns jetzt ein paar stärkere Gegner. Trolle, sind ziemlich dämlich. Ihr seid sehr selbstsicher, oder? Keine Sorge, ich werde an eurer Seite sein. Gehen wir zur nördlichen Getreideplantage. Reden wir über unsere Heldentaten. Ja, wir wollen sowieso nach Rückner heilen, da ist das schon schön. Bevor wir das machen, in der nächsten Folge erstmal. Oder soll ich das jetzt noch schnell machen? Warte mal. So, wir haben ja das. Wir sollen ja hier für sie. Finien-Saft. Ach, komm schon. Finien-Saft. Ich hätte euch jetzt in Ruhe gelassen, aber wenn ihr mich nicht in Ruhe lässt. Ich glaube, das ist die hier, ne? Finien-Saft. Ja. So. Packen wir das noch? Irgendwie nicht. Haben wir jetzt was bekommen? Meine ich. Man hatte jetzt was. Ah ne, wir können nichts mitnehmen. Hehehe, ja. Ja, das machen wir später. Das hat jetzt keinen Sinn. Also ich werde jetzt zu meinem Pferd rennen. Warte, warte. So. Ich werde jetzt zu meinem Pferd rennen. In der nächsten Folge reiten wir dann nach Kelfion, geben unsere Sachen ab. Oder besser, wir gehen zu den Tauschstellen. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.